Hallo, herzlich willkommen. Ein weiteres kleines Video zum Thema Cinema 4D. Ich habe hier die aktuelle Version 12, Release 12. Ich will Ihnen einfach kurz zeigen, wie Sie ein Material, was Sie mühevoll zusammengebaut haben, speichern können, sodass Sie es in anderen Szenen auch verwenden können. Das geht ganz einfach in Cinema 4D. Ich habe hier das Ziegelmaterial, meinen Ziegelshader, den ich in meinem Buch auch beschreibe, wie der sich zusammensetzt. Und der ist ja nun relativ komplex. Vor allen Dingen habe ich integrierte Bitmap-Texturen für das Fugenraster. Das heißt, die leidvolle Frage, wo werden eigentlich die Texturen abgelegt und wie kann ich das schaffen, in einer neuen Datei dieses Material so einzusetzen, dass auch diese Texturen dabei sind. Das kennen Sie, ja. Also ich habe damit immer meine Probleme. Man müsste strukturierter arbeiten und sich zentrale Textordner anlegen, dann wäre das nicht so ein Problem. Aber das gelingt mir zumindest im Alltag normalerweise nicht. Deswegen ist dieses Verfahren, was ich Ihnen kurz zeige, sehr angenehm. Das Material wird nämlich inklusive seiner Bitmap-Texturen an einem zentralen Ort abgelegt und kann immer wieder von dort aus geladen werden. Das geht ganz leicht, ja. Ich habe hier das Material im Materialmanager. Mein Layout ist ein bisschen anders, als Sie es vielleicht haben. Jedenfalls ist das der Materialmanager. Ich aktiviere das Material und wähle den Befehl Datei. Material Preset speichern. Und dann dürfen Sie einen Namen vergeben. Ich stelle meinen eigenen Materialien immer einen Kürzel voran, HS, um es besser identifizieren zu können. Das sollten Sie vielleicht auch tun. Ich breche das jetzt an dieser Stelle ab, denn ich habe es schon gespeichert. Ich möchte es nicht mehrmals haben. Und Sie würden dann auf OK klicken. Jetzt ist es abgelegt und zwar im Content Browser. Den Content Browser sollten Sie kennen und auch verwenden. Ich habe ihn hier in meinem Layout integriert. Mal ganz kurz das Vollbild, damit es ein bisschen deutlicher wird. Sie haben also, wenn ich das mal kurz einklappe, bei den Presets, die programmeigenen Presets, Prime, Sketch und so weiter. Und es gibt ein neu angelegtes oder schon vorhandenes User-Verzeichnis, je nachdem, ob Sie das jetzt zum ersten Mal gemacht haben. Und dort haben Sie Materialien und gleich oben in der obersten Ebene haben Sie das Material HS-Ziegel-NF. Ein Unterordner ist dieser Textordner, der dann die entsprechenden Bitmap-Texturen enthält. Ja? So, da liegt das Ganze also. Ich kann also jederzeit mit Hilfe dieses Content Browsers auf dieses Material zugreifen. Ich mache mal eine neue Datei auf. Es läuft dann so, meine Szene ist leer. Ich brauche ja auch kein Objekt, um ein Material zu laden. Ich gehe jetzt einfach zu den Presets, User, Materialien, klicke doppelt auf dieses kleine Icon von dem Material und schon landet es in meiner Szene. Ja, ich habe hier das Material und wenn ich jetzt mal ganz kurz im Attribute-Manager nachschaue, die kritische Frage, sind die Bitmap-Texturen mit dabei? Ja, sie sind es. Sie sehen hier auch das Verzeichnis Preset, User und so weiter. Das ist ein Ordner auf der Festplatte, der dafür verwendet wird und Sie können jetzt also jederzeit in jeder x-beliebigen Szene dieses Material verwenden und können sicher sein, dass es keinen Texturfehler beim Rendern gibt. Das war's, soweit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.